Das hier ist eine Meerrettichwurzel und kein Stock. Und jetzt werden sich einige fragen, was hat denn jetzt eigentlich Meerrettich mit dem Klimawandel zu tun? Naja, in dem Zusammenhang nur so viel, dass dieser Meerrettich hier in meinem Schrebergarten bzw. in meinem Naturgarten gewachsen ist. Und ich finde, dass solche Naturgärten die Mitwelt viel besser unterstützen als die ganzen Maßnahmen, die in der Politik vorgeschlagen werden oder auch die verschwendete Energie, die man oft in Social-Media-Kanälen sieht, wo sich die Menschen ja, streiten, diskutieren, wie der Klimawandel zustande gekommen ist, wer daran schuld ist, welche Maßnahmen man da machen kann. Und die einen nennen sich Klimaleugner und die anderen nicht. Und das ist wieder dieses Schubladendenken und das möchte ich mit diesem Video nicht hervorbringen. Ich möchte euch einfach zeigen, wie wertvoll solche Naturgärten eigentlich für uns und unserer Mitwelt sind und dass er auch dann nachhaltig für diesen Planeten zugute kommt. Also fangen wir mal gleich an. Also hier in meinem Schrebergarten seht ihr hier diesen riesigen Baum. Das ist eine Erle. Ich weiß jetzt auch nicht, wie alt sie ist, aber sie ist halt riesengroß. Also ich schätze schon so an die zwischen 50 und 100 Meter ungefähr. Und das sind einfach solche Bäume, die sowas von wertvoll sind bei uns. Sie fördern Humusaufbau, bieten Platz und Lebensraum für viele verschiedene Insekten und Vögel. Sie regulieren sozusagen ein Kleinklima, sorgen für Schatten und auch für Abkühlung. Und das ist auch ein Grund für viele Hitzewellen, dass halt wirklich bei kahlen Flächen, wie zum Beispiel in Städten, sich einfach der Ort viel stärker aufwärmt, weil halt kein Schatten zur Verfügung steht. Und es ist auch bewiesen, dass wenn die Städte mehr Bäume hätten, dass die Bäume allgemein dafür sorgen würden, dass es auch in der Stadt viel kühler ist. Zumal auch so ein Baum den Wasserkreislauf hier bei uns hält. Das heißt, dass dann hier es öfter regnet, weil er natürlich mit seinem Wurzel im Boden besser durchlockert, Humusaufbau fördert, das Wasser absickert und ja, er natürlich auch das Wasser aufnimmt und ja, das immer weiter zur Verdunstung bringt. Das hat man ja auch in den, im Kindergarten oder nicht im Kindergarten, sondern in der Schule auch gelernt. Und ja, sonst fördert er natürlich auch mit seinem Laub den Humusaufbau und solche Bäume sind eigentlich viel zu wertvoll und ich finde es halt einfach schade, dass solche Bäume auch bei uns immer mehr abgeholzt werden, solche Bäume, die jahrzehntelang benötigen zu wachsen oder dass es halt auch immer weniger hochstämmige Obstbäume gibt, dass man die einfach absägt, weil sie halt, ja, dass man sie halt nicht mehr so gut ernten kann mit Hebebühnen oder sowas, aber da gibt es halt einfach auch die Möglichkeiten und wie gesagt, solche Bäume müssen einfach überall stehen bleiben, Eichen, Esskastanien, Erlen, einfach so riesigen Bäume, die sind wirklich wertvoll für unsere Mitwelt. Dann wenn wir hier weitergehen, so ganz am Anfang, was ich dann auch hier alles gemacht habe, ich habe natürlich hier in meinem Schrebergarten viele verschiedene Bäume reingesetzt. Das, hier sind zwei Pawpaws, die ja, sind jetzt glaube ich ein bisschen eingegangen oder von der Hitze. Ist halt ein bisschen, werden bestimmt noch kommen, ich glaube daran. Dann hier vorne können wir zwei Trauben sehen. Das waren Stecklinge, die ich von meinem Vater bekommen habe. Die hat er von seinem Arbeitskollegen bekommen. Hier ist eine Indianerbanane, die richtig gut gedeiht. Und hier ist auch noch eine. Die ist auch ein bisschen eingegangen, aber die hat auch schon wieder ein paar Wurzeln getrieben und ich denke, dass die nächstes Jahr auch kommt. Wenn wir dann hier weitergehen, so ein kleiner Obst- und Gemüseanbau, das ist jetzt hier der gelbe Zentner. Das ist eine Kürbissorte, der hat vier so große Früchte. Und ja, das sieht man einfach, wie wertvoll so ein Garten einfach ist. Der Boden ist wirklich humusreich. Alles ist immer gemulcht, hier ist Leben, hier sind Echsen, Frösche, Schnecken, alles mögliche, kunterbunt. Und da sieht man einfach, wie ertragreich auch der Anbau dann hier bei so einer guten Ernte sein kann.
Und ja, das sieht man einfach, was für Möglichkeiten die Permakultur auch bietet. Da kann man auch sein eigenes Obst und Gemüse anbauen. Alles Mögliche ist auch in Deutschland möglich, auch den Melonenanbau zum Beispiel. Feigen habe ich auch angebaut. Ich habe auch hier Granatäpfel, die sind jetzt ein bisschen hier vom Kürbis bedeckt, aber hier sind auch noch Granatäpfel. Dann habe ich hier noch sibirische Kiwis. Hier habe ich zum Beispiel eine. Und hier vorne habe ich zum Beispiel eine Maulbeere, die jetzt einen richtigen Wachstumsschub bekommen haben. Das finde ich wirklich super. Und hier habe ich auch noch mal eine weitere Maulbeere. Vorne dieser kleine Steckerchen hier ist die männliche Kiwi Adam, ist auch die sibirische. Den hat es jetzt auch ein bisschen erwischt wegen der Dürrezeit, aber die werden alle wieder zurückkommen. Ich habe hier noch eine weibliche Kiwi und hier auch nochmal einen einheimischen Baum, eine Zwetschge, die auch schon wunderbare Früchte trägt. Und wie gesagt, da möchte ich einfach nur sagen, in Deutschland, man kann so viele Obst und Gemüse anbauen. Wie gesagt, Melonen sind möglich, alle möglichen mediterranen Sachen, auch Orangen, Feigen, Maulbeeren, Indianerbananen. Das ist alles möglich. Man muss sich halt nur die Zeit nehmen und Geduld haben. Und wenn wir das Problem auch gelöst haben, dann sage ich auch mal, dass ja, wir auch nicht mehr so viele Sachen exportieren müssen und dann einfach regional und saisonal Sachen zu uns nehmen. Also ich meine, letztes Jahr war ja die Apfelernte ja bombastisch und auf den Streuobstwiesen lag kiloweise Äpfel auf dem Boden, die vielleicht auch nicht ganz perfekt waren oder faule Stellen hatten. Konnte man aber auch wegschneiden und sie verzehren und da haben die Leute das einfach alles liegen gelassen und sich dann Äpfel von ganz woanders her geholt und natürlich auch wieder ein CO2-Abdruck da auch wieder stehen gelassen. Und da sage ich halt auch immer, Leute, also wenn wir uns richtig beschäftigen, Bäume pflegen, mehr Bäume pflanzen, Streuobstwiesen abernten, dann haben wir genug für alle da. Und meine Permakultur zeigt auch, dass wir genug Obst und Gemüse für alle haben. Und in den Supermärkten ist es ja auch immer so, dass zum Beispiel bei Aldi und Co. werden ja viele Sachen weggeworfen und da möchte ich auch nicht wissen, wie viele krumme Sachen die Bauern, Landwirte oder die in den Filialen einfach so wegwerfen. Also wir haben mehr als genug, um die ganze Weltbevölkerung und sogar auch noch mehr, wenn wir den Boden richtig beschaffen würden, zu ernähren. Also da sollte es eigentlich nicht das Problem sein und viel wichtiger ist es einfach regional, saisonal und vor Ort einfach anzubauen. Und ja, da müssen wir uns einfach die Zeit und Muße nehmen. Und das ist alles möglich. Pilze dürfen hier natürlich auch nicht fehlen, hier in dem Naturgarten. Hier habe ich so ein paar Pilze entdeckt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das für Pilze sind. Würde mich schon sehr interessieren. Vielleicht kennen sich da welche aus. Aber Pilze gehören natürlich auch, haben auch einen wesentlichen Beitrag in der Natur. Sind wunderbare Lebewesen, die sämtliche Stoffe, auch chemische Stoffe und Öl, Radioaktivität und alles Mögliche neutralisieren können und natürlich auch für Pflanzenwachstum unerlässlich sind, weil es natürlich viele Pilzmyzelien gibt, die sich an den Pflanzenwurzeln andocken und ja sozusagen auch für die Nährstoffversorgung der Pflanze zuständig sind. Natürlich dienen sie auch als Kommunikationsmittel zwischen Bäume, also ohne Wald kann kein Pilz existieren und ohne Pilz kann kein Wald existieren. Das ist zum Beispiel ein netter Spruch, den ich mal von einem Buch gelesen habe und das ist einfach wahr. Und wie gesagt, hier sind auch sehr viele Lebewesen, Echsen, Frösche, Schnecken, auch Wühlmäuse gehören auch dazu. Aber auch hier viele verschiedene Mücken, auch die kleinsten Insekten, Bienen, Marienkäfer, alles hier in einem schönen Naturgarten. Und das ist halt so mein Beitrag für den Klimawandel oder beziehungsweise für die Diskussionen, die ich persönlich halt als
unsinnig sehe als Ablenkung von dem Wesentlichen. Und da finde ich einfach, das ist hier mein Statement dazu. Bauen wir einfach wunderbare Gärten, Naturgärten, Anbauflächen, Streuobstwiesen. Schaffen wir einfach Plätze für unsere Generation. Und das geht nicht auf Internetseiten in langwierigen Diskussionen. Wir müssen jetzt beginnen. Jetzt Bäume pflanzen, jetzt Humus aufbauen, Terra Preta Böden aufbauen und jetzt für eine Zukunft sorgen.